Hey Leute, hallo und herzlich willkommen hier bei Levels Cards 15. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute mit einer Special Edition, denn heute packe ich aus Könige der Zeichentrick-Klassiker. Ja, diese Box enthält 8 DVDs mit allen Klassikern. Was heißt allen? Also früheren Klassikern von Daffy Duck, Bugs Bunny, Woody Woodpecker zum Beispiel. Und warum heißt das Special Edition? Es ist hier die Handytasche mit drin, inklusive hochwertiger Handytasche aus Stoff von dem guten, lieben Popeye. Ja, da kann man richtig schön seinen Spinat drin lagern. Sehen wir hier, wenn das Handy nicht passt. Ich denke mal, neue Handys werden dann nicht passen. Aber zumindest kann man seinen Spinat drin transportieren. Ja, Leute, das ist so eine Box, wo halt eine Zusammenstellung von den einzelnen DVDs, denn hier sehen wir, was enthalten ist. Ich habe zum Beispiel hier Felix der Kater schon und das sind halt diese Helden, die hier drin sind. Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Daffy Duck, Felix der Kater, Schweinchen Dick, Superman der Held, Popeye, Casper, Molly die Milchkuh, König Arthur und Ritter Camelot, Herkules. Das wird sicher nicht von Disney sein. Klar, das sind so, das sieht vom Design her Disney-mäßig aus, aber ist sicher nicht Disney. Klar, wenn nicht nur die Sonne lacht. Ja. Den Film gibt es übrigens bei YouTube. Kann man sich mal reinziehen. Da habt ihr so ungefähr in welcher Zeitspanne diese Zeichentrickfilme sind. Das sind halt richtige Klassiker. Ja, über 22 Stunden klassische Zeichentrickfilme. Ob der berühmteste Hase der Welt, Bugs Bunny, die wilde und frechste Ente, Daffy Duck, Popeye mit dem unersättlichen Appetit auf Spinat, Schweinchen Dick, Kasper der freundliche Geist oder Superman. All diese Zeichentrick- und Comicfiguren prägten das Bild des früheren klassischen Zeichentrickfilms und begleiten uns so manches von uns in seiner Kindheit. Erleben Sie in dieser einzigartigen Edition die beste früheren Abenteuer der bekanntesten Zeichentrickfiguren. Ja, die früheren Abenteuer, also ich meine, die Trickfilme sind schon alt genug, aber dann so die ersten Trickfilme vielleicht, denke ich mal. Wird auch von der Qualität her vielleicht nicht so an die Qualität rankommen, die wir von diesen Helden kennen. Aber ist mal interessant zu sehen, wie die so angefangen haben, Freunde. Man hat eine Laufzeit von ca. 1335 Minuten. In Deutsch 5.1 und 2.0. Okay, Vollbild 1:33:1, Originalformat und Bonusfilme sind Molly die Milchkuh, Alice im Wunderland und weitere. Jo, dann packen wir das Ganze mal aus hier. So. Und für einen Zehner kann man sich das auch mal mitnehmen, Freunde. Denke ich mal. Denn schon allein diese einzelnen DVDs, die kosten, glaube ich, so um die 5, 6 Euro oder so. Naja, so. Dann gucken wir mal rein. Da ist diese hochwertige Tasche. Oh, fühlt sich aber gut an. So, das sind die DVDs. Disc 1. Natürlich steht nicht drin, welcher Held in auf welcher DVD ist. Hier haben wir zum Beispiel Bugs, Duffy und Superman. Auf Disc 2 nochmal das gleiche Bild. Alle DVDs im gleichen Design. Da hätte man vielleicht draufschreiben können, welcher Trickfilm wo drauf ist. Naja, ich denke mal, man muss sich dann halt so einen Zeichentrick-Marathon machen, Freunde, und alles hintereinander anschauen. Vielleicht so ein Blättchen, auf welcher DVD was ist. Wäre doch angebracht, anstatt hier so eine Handytasche reinzuknauen. Naja, so.
Das Ganze sieht dann so aus, ohne Folie. Hier eine Seite über 22 Stunden. Da kann man sich das den ganzen Tag reinziehen und dann ist man selber ein Cartoon vielleicht. Freunde. Jo. Dann gucken wir uns nochmal die Handytasche an. Beziehungsweise, boah, ist dann so groß. Nicht ganz groß. Kann man vielleicht als Beutel nehmen für irgendwas anderes statt dem Handy. Normal, aktuelle Handys werden da nicht reinpassen vielleicht. Keine Ahnung. Von der Größe her. Aber vom Design her, vom Stoff, fühlt sich seidig an. Und unser Lieblingscharakter Popeye. Oh, ich mag ihn einfach. Weil ich mag Spinat. Ich mag nicht so viel Gemüse, Freunde. Nicht alles an Gemüse, aber Spinat ist eine meiner Lieblingsgemüsesorten. Deshalb mag ich ihn vielleicht besonders, Freunde. So, das war das Unboxing zu dieser Zeichentrick-Klassiker-Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier bei Levis Card 1210. Bye, bye!